Ach ja, ich muss einen neuen Vertrag auswählen. Jawohl, das kannst du mal machen. Ich dachte, man kann den wiederholen. Ja, das machen wir so lange, bis es funktioniert. Autsch. Autschen. Rappante, rappante. Was dauert denn da so lang? Die Mission kommt nicht. Oh, traurig. Ich würde sagen, wir sparen uns das dann dieses Jahr mit hinten rum. Ja, hintenrum ist. War irgendwie sinnfrei. Ja. Der am besten lief der Job, als wir wirklich vorne rein sind. Guckt dann, was auf der Straße ist. Das war ja das, wo wir fast mal einen Erfolg gehabt hätten. Fast. Und was gehen wir eigentlich rein? Gehen wir wieder mit der Weste rein oder nur mit dem Anzug? Ja, Weste auf höheren Schwierigkeitsgrad. Ist ja eh egal, wenn wir dir eh direkt die Leute auf den Boden zwingen, dann. Entdeckt werden wir so oder so. Ja, genau. Der Juwelier, der möchte ja nicht wiederkommen. Immer diesen Juwe. Dann warten wir so lange, bis er kommt. Absolut Helly. Hat zwar 200.000 Dollar, aber keine Ahnung, ja, was man damit machen soll. Skillen. Ja, super. Super. Man kann sich ja jetzt, man kann sie ja jetzt in die Verträge einkaufen, aber der Juwelier auch schwer. Der kostet 1,5 Millionen. Ja, dann seh zu. Hast du auch. Ja, vom Offshore-Konto meine ich. Aber kannst du eh nichts mit anfangen, sonst. Noch nicht. Kommt noch. Mhm. Dass du Verstecke ausbauen kannst und sowas. So ein Quatsch, den keiner braucht. Richtig, kann doch kein Schwein gebrauchen. Dann warten wir jetzt alle auf Benjamin. Immer das Gleiche. Immer die große Warterei auf den Kerl mit der Hirnmaske. Ja. Obwohl er gar nichts davon hat. Ja, Mastermind, hallo. Ja. So wie man sich Mastermind vorstellt. Achso, ich könnte ja auch bereit klicken, ne? Nö, lass mal. Wir müssen wieder alle auf dich warten. Alle müssen auf dich warten. Wie immer. Ja. Benjema? Was? Erstmal ein schöner Schluck aus der Flasche. Jawohl. Dann gehen wir den Juwelier überfallen. So, mal gucken. Keiner draußen. Okay. Rein und Maske. Hör auf, da wieder links lang zu laufen. Ja, gut. Dann. Maske ja, dann auf los. Und gib ihm. Zu viert sind wir auf jeden Fall überzeugend. Ich sehe das so. Stör sind da steht. Runter. Und du verstehst es, glaube ich, nicht. Ich hol den, der draußen ist. Ja. Irgendeiner hat uns entdeckt. Draußen. Hast du? Ja. Ich hab den gegenüber. Da hinten ist noch einer, ja, ich hab den auch. Hier ist auf jeden noch Fall ist mal alles gut. Hier ist auf jeden Fall mal ein Tresor. Könnte man klar machen. Ja, ich bin nicht derjenige mit dem Skill. Ich auch. Das zieht sich doch dann wieder. Ich hab die draußen mal gefesselt. Irgendwo sind noch welche mit. Achso, drin die. Ich bring schon mal okay, die ich komm auch mal in raus. Den Store rein. Ne, komm ein bisschen rein. Nicht, dass uns irgendwo die Cops sehen. Also, man erkennt nämlich Cops. Solange wir okay. nichts sehen draußen. Also. Einschlagen, Zeug klauen und erst direkt schon mal Taschen rausbringen. Wollte ich ja gerade. Ja, achso. Sauber. Er labert wieder. Wollte ich ja gerade, du. Sascha hat mich zurückgeschickt. Kümmert sich jetzt mal einer um den Tresor. Oh, da irgendwo. Draußen ist ja, einer. Ich hab ihn schon. Sauber. Sind hier alle gefesselt so, eigentlich? Mit Fesseln ist nicht so hier vorne. Benjamin, hast du noch was über? Wo ist hier vorne? Da draußen bei dir? Draußen, ja. So, ihr auch schon mal jeweils eine Tasche rausbringen, bitte. Ja. Geht grad schlecht. Ach, da hinten ja. ist ein Bulle, nur mal so. Wo denn? Beim Managerbüro. Komm, Tops. Hast du schon Tasche draußen? Ja. Hier liegt noch eine. Ich hab noch eine hier. On Tour. Ja, komm raus. Solange der Wagen da ist, wenn wir entdeckt werden, dann ist die Sache gelaufen. Ja, gut, wir haben fünf. Komm, kriegen wir eine Tasche noch rein? Hat einer noch eine am Rücken? Nee. Nee, aber ich hab hier gerade direkt die Uhren. Jetzt hab ich eine. Eigentlich gucken, was wir noch mitnehmen. Ist drin. Wir warten auf den Tresor, würde ich sagen, ne? Habt ihr überhaupt einer gestartet? Hat doch gar keiner angefangen. Oh, da hinten ist wieder einer.
Den Tresor hat doch noch gar keiner angemacht. Soll ich mal? Wir sind entdeckt. Noch ist aber kein... Nee, kein Alarm. Kein Alarm. Okay. Hat einer noch eine Fessel hier für den? Ich hätte noch einen, aber ich bin ein bisschen weit weg. Nee, Moment, ich komm mal. Der Ball hat denn da? Ich musste schießen, hier war ein Bulle. Ja, dann antworte mal auf den Pager. Ja, bin dabei. Sauber, sauber, sauber. Gut, Habt ihr eigentlich schon Taschen reingeworfen? Achso, Tatsache. Wir haben ja schon alle die benötigten. Sascha, kannst du den Bohrer starten? Ja. Ach, ist doch gar nicht gestartet. Nö, wir warten auf denjenigen mit dem Skill. Du machst das. Okay. Bohrer läuft, sind 2,50. Okay. Solange es noch läuft. Noch läuft's ja ganz gut. Ja. Sonst habt ihr alles. Also ich würde echt gerne meinen Job beenden, ohne entdeckt zu werden. Also ich weiß nicht, ob das mehr Punkte bringt. Auf jeden Fall sind jetzt keine Ahnung, wie viele Taschen in diesem Van gelagert. Oh. Ja, der drin, der ist schon. Hauptsache, man meint hier Stress machen zu müssen, den kann ich noch fesseln. Ich gehe nach hinten zum Bohrer zurück, bleibt ihr vorne am besten. Mhm. Aber drin. Okay. 200 Sekunden noch. Nochmal gucken, ist alles leer. Mhm. Also. Ja, ich habe nichts übergelassen. Ja. Ja, ich bin mir echt nicht sicher, weil wenn wir jetzt abhauen und, also die Sache ist natürlich die, es wäre doof jetzt vielleicht abzuhauen, aber auf der anderen Seite, mein Auftrag wirklich Stealth abschließen, wäre schon so ein kleines, Oh. So viel zu dem Thema. Scheiße. Abhauen oder? Okay, ich würde sagen, wir warten noch. Sascha, gehst du zum Bora? Ja. Ja, komm. Es lief ja bis eben ganz gut. Ja. Ich hätte ja gerne mal mit Erfolg abgeschlossen. Beim nächsten Mal starten wir den Bohrer sofort und dann klappt das auch. Okay, 180 Sekunden. Also knapp 3 Minuten. Ich meine, zeitlich locker. Ja. Und im Übrigen hast du in einem der Videos gesagt, 108 Sekunden, noch knapp 3 Minuten. Hat sich auch einer köstlich drüber amüsiert, also. 180 Sekunden. 108 Sekunden hast du beim letzten Mal gesagt. Nee, er hat sich verhört. 180 habe ich gesagt. Was ja auch Sinn macht. Oh, really? O'Reilly. Randy. Randy. Wer hat den Zivilisten erschossen? Du wahrscheinlich. Ja, ich bin immer der fragt. Nee, bei mir kam nichts aufgepoppt. Bei mir auch nicht. Dann war es Randy und Riley. Ja, bleibt immer vorne. Ich bleib beim Tresor. Mhm. Mach mal das, was du am besten kannst. Wegbleiben. Nix. Ich trinke mir ein Bierchen und denke mir, lass die anderen mal arbeiten. Richtig. Aber wenigstens das machst du sehr elegant. Denn ihr wisst ja, mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Die Sonne geht unter. Plörbräu kommt hoch. Ey, jetzt krieg ich sogar hin. Super. Was kriegst du? Damals hat das nicht so ganz geklappt. Ich erinnere nur an die Minecraft-Folge. Wie war das nochmal? Da haben wir aber auch tief in der Erinnerungskiste gegraben, um mal ganz ehrlich zu sein. Oh ja, das war eine gigantische Folge. Von der Seite kommen Cops gleich. Ja, Hubschrauber. Ja, ich mach die hier mal ein bisschen durch die Tür platt. Oh, 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 einer könnte da hinten kommen, da hinten. Ja, 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 ja. Unterwegs. Machst du denn wieder? Also hier laufen so ein paar SWATs und... Hier ist doch niemand. Was erzählst du denn? Hast jetzt du wieder geraucht? Ich habe das Problem schon mal erledigt. Ja, ja, Ganja Party. Ich würde sagen, wir stellen am Ende einfach, stelle ich wieder die Sentry Gun außen hin. Diesmal haben wir ja zum Glück kein Problem, da durchzukommen. Einfach rennen, da sind wir. 80 Sekunden. Ja, wenn der Wagen da steht, vielleicht steht er auch woanders diesmal. Oh ja. Mal gucken, ob sich hinter diesen blöden Bildern eigentlich. Oh, die kommen jetzt durch die Gasse durch. Okay. Ich mach den Bohrer wieder an. Kann noch einer nach vorne kommen? Kannst. Oder lass dich einfach zurückfallen. Dort brauchst du eh nicht mehr großartig vorne sein. Ja, ich würde gerne auch. Also, der Wagen ist direkt links ums Eck. Ah, perfekt. Deutlich näher als eben gerade. Eine Minute noch. So. Unos minutos. Naja, Gott. Unos minutos, señoritas. Los matadores. Nein, danke.
Ole, ole. Tops ist Teil der Matadores. Ich freue mich im Übrigen, ich weiß nicht, welche Folge gerade aktuell draußen ist. Ich freue mich auf die Folge, wo ich Tops Nachnamen rausgemacht habe. Das könnte, glaube ich, die nächste sein. Ah, ich weiß. Du bist wirklich alle Videos durchgegangen, hast den Nachnamen gesucht? Ja, komm, also man muss ja zumindest mal so tun. Hätte ich ihn nicht gefunden, hätte ich es auch nicht gemacht. Wieso darf niemand wissen, dass er Tobias Piep heißt? Scheinbar nicht. Diet. Diet ist aber auch ein merkwürdiger Nachname. Also muss er echt mal. Style, also unfassbar. So, krieg ich den. So, 10 Sekunden. Yep. Sag mal, was machen die? Die sind alle vorne im Laden drin. Wenn wir über die Seite flüchten, dann ist cool. Die nach vorne sind, ne? Oh, die sind jetzt alle an der Seite. Habe ich irgendwas gesagt gerade? Nein. Tresor, der mal kommt. Ist leer. Los, Hilfe. Sydney ist tot. Ich hab dich. So, Mädels. Und? Warte, ich stell die Sentry draußen hin. Könnte. Unterscheidet ihr eigentlich zwischen Bulle und. Ich meine, freundlichen Polizisten und Zivilisten? Ah, fuck, ich kann die hier nirgendwo hinstellen. Ja, dann renn doch einfach, komm. Was soll denn da passieren, die 15 Meter? Vielleicht werden wir erschossen, vielleicht eine Kugel im Hintern. Ja, Angriffsfläche ist ja genug da. Ach, und das war der Juwelier auch schwer. Also wir haben uns deutlich gesteigert. Ja, wir können jetzt eigentlich schon Overkill angehen. Boah, was wir an Asche mitgenommen haben, an Gegenständen. 157.000. Ja, eine Menge. Halbe Million ins Offshore-Konto. Aber ist nicht so viel Geld zum Ausgeben, wie ich gerne gehabt hätte. Hm. Risikozuschlag. Ja, finde ich auch gut. Fehlt noch Nachtarbeit oder sowas. Oh, oder Nacktarbeit, das kommt auf selbe hinaus. Ja, nur weil du dein Geld als Nacktputzer verdienst, müssen wir das ja nicht alle. Und weil ich jetzt gerade nackt zocke. Was denkt ihr, was ich in der Hand habe? Flapp, 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 meine Maus. Mein Mäuschen. Materialfleisch. Fleisch, lecker. Schon wieder so ein komischer Schaft, bringt mir doch nichts. Ja, wo wir davon gesprochen haben, was du in der Hand hast, ne? Also, ja, ich hab einen riesen Schaft in der Hand, was soll's?